Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hab doch auf. Okay, der hat mal wieder den Delay drin, denke ich mal. Jupp, der hat mal wieder den absoluten Delay drin. Klasse. Also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Halo, und zwar. Also Halo Master Chief Collection, und zwar jetzt Halo 4. Welches hier rausgekommen ist? Chucky Time, okay. Epizentrum, mhm. So, und wir machen natürlich, das ist jetzt sozusagen der neue Hauptmenü mit dem Halo 4 Update. Damit ist auch der letzte Teil der Master Chief Collection erschienen. Und wir starten dann mal mit Halo 4. Oh, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass das Spiel quasi so wenig Level hatte. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, Spaten-Ops. Ah ja, stimmt. Ja, es gab ja immer diese Spaten-Ops-Dinger. Aber ich möchte schnell Start machen. Und zwar normal machen wir. Gut. Wie immer so machen, eine Mission, eine Folge. Okay. Irgendwie verunsichert mich das Spiel gerade ein bisschen. Passiert da noch was? Also irgendwie ist das gerade komisch. Der sagt mir aber lustigerweise noch unten rechts 62 Frames an. Aber die verändern sich nicht. Okay, jetzt steht er bei 2 Frames unten. Hey. Okay, jetzt hat das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat war der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten, Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies.
Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Das hat ein bisschen über die Entstehung der Master Chief der Spartans erzählt. Und es zeigt auch nochmal, was für ein Badass der Master Chief eigentlich ist. John. 4 Jahre nach den Ereignissen auf dem Halo. 2557. Boah, das Schiff sieht etwas kaputt aus, die Forward Unto Dawn. Das war doch das Ding. Ich bin der Meinung, das war das Ding, was... womit wir von dem... Katana. Die KI hat eine Veränderung durchgemacht. Nenne ich es mal eine psychologische. Ah, oh, das Soundtrack ist so geil. Ich brauche sie. Jupp. Ich würde behaupten, der Chief ist noch am Leben. Chief! Warte! Sie waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dorn. Warum weckst du mich? Moment, bringe ich... Ja, euch stimmt ja, er hat jetzt eine Stimme. Ich habe die Firmware ihrer Panzerung umgetrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Teilweise sind sie wieder in der Stellung. Chief, sehen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Komm, einmal ab. Auf damit. Alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz. Dachte schon, Sie fragen nie. Hey. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks. Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. 4 Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Ich glaube, Rettungsteam klingt anders. Was ist... Oh. Interessant. Okay. Pillar of Autumn entdeckt Blutsväter Halo Installation. Interessant. Und setzt das ist zum Schutz von UNSC KI Cortana ein. Der Chief enttarnt den Plan der Allianz zum Abfeuern der Waffe. Das ist die Story der ersten Halo-Teile. Das wüsste ich so. Also ich bin der Meinung, ich kannte dieses Ding noch vorher noch nicht. Ja, auf der Suche nach einer Blutsväter-Einrichtung, die alle Halos der Galaxie aktivieren kann. Jupp.
Allianz erreicht die Erde und öffnet ein Portal zur Arche, einer außergalaktischen Blutsväterinstallation, die die Halos abfeuern kann. Spartan 117 verfolgt die Allianz mit einem kombinierten Allianz-UNSC-Team zur Arche, zerstört diese und verhindert so die Zündung der Ringe. Als Spartan 117 versucht, an Bord der UNSC Forward Unto Dawn von der Arche zu entkommen, zerfällt das Hyperraumportal, welches das Schiff gerade passiert. Im hinteren Teil der Dawn begibt sich Spartan 117 in den Kryoschlaf und wartet auf Rettung durch UNSC-Kräfte. KI Cortana bleibt aktiviert, solange es technisch möglich ist. Was wahrscheinlich nicht so eine gute Aktion ist. Okay. Das war's. Interessant, aber das wusste ich vorher nicht. Ich kannte das Ding noch nicht vor. Okay. Hier noch irgendwas, was ich machen kann? Nope, gerade nicht. Eindringlinge an Bord. Schwerkraftkontrollen online. Okay, Eindringlinge an Bord. Aha, Schiffsantrieb ansehen. Schiffsantrieb offline. Toll, danke. Buchrumpfintegrität gefährdet. Ja, das kann ich mir auch davon vorstellen, dass hier halt nicht sonderlich viel noch dran ist vom Schiff. Okay, Waffensysteme habe ich schon. Daran konnte ich mich nicht erinnern, dass man da so ein bisschen... Okay. Also ich hätte eigentlich gerne eine andere Waffe. Das Gewehr ist nicht so meins. 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage. Ich mag die Synchronstimme. Uns inzwischen finden müssen. Ich glaube, ich kenne die auch aus irgendeiner Serie. Ich komme aber gerade nicht drauf, wer... Sensorenscan, hohe Intensität, stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Es ist direkt über uns. Okay. Dann gehen wir mal hoch, würde ich behaupten. Komm. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Dann machen wir mal die Tür auf. Seien Sie vorsichtig. Okay. Okay, an diese Passage kann ich mich irgendwie nicht mehr so erinnern. Okay, wie ist es da in... In 4 Jahren kann so einiges passieren. Allein war der sicher nicht, seien wir vorsichtig. Also, an die Szene konnte ich mich so nicht mehr erinnern, aber na gut. Gut, damit habe ich den schon mal. Komm. Komm. Danke. Da, auf G. Granate ist auf G. Ist in Ordnung. Hey, komm. Du weg da mal kurz. Danke.
war der letzte. Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Jupp, gut. Mach ich. Wo soll ich das machen? Hier oben? Würde ich zumindest probieren, hier oben. Ja, scheint es richtig zu sein. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Nett. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Das ist eine Möglichkeit. Landungsschiff flankiert uns! Sieht schon geil aus. Ach du. Komm. So. Echt? An den Anfang von dem Spiel konnte ich mich tatsächlich nicht mehr so erinnern. Ich dachte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass da anders losgeht, aber. Na gut. Okay. Wir müssen von diesem Schiff. Wir haben ja, Probleme. Da sind Granate. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Okay. Sind die Waffensysteme laut Schiffssensoren nicht weiterhin online? Ja, aber die Waffenstationen sind unerreichbar, seit das Schiff auseinandergerissen wurde. Wir müssen sie manuell von der Außenhülle abfeuern. Ungünstig. Mir fällt gerade auf, irgendwie, also interessanterweise sind die Dateien, glaube ich, nicht so groß, die jetzt Halo 4 erzeugt, wie die anderen Halo-Teile. Da waren meine Aufnahmedateien irgendwie größer, wenn ich mir das so nebenbei anschaue. So, okay. Gut. Damit sind die da weg schon mal. Hi. Okay, das war auch ein bisschen sehr viel. Die haben ihre Schilde gesenkt. Falls okay. Sie nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Aber eigentlich auch geil, da denkt man schaut sich so ein Wrack an, was da gerade so rumschwebt und wird dann von einer einzigen Person komplett aufgerieben. Nicht gut. Also ich muss sagen, es spielt sich wieder ganz gut, ehrlich. Das haben aber eigentlich alle Halo-Spiele so an sich. Komm. Weiter geht's. So. Ja, die scheinen wirklich... So, Munition nachholen. Sehr schön. Nicht gut.
Oh fuck it, ey, nicht so wie ich es haben wollte gerade. Geht doch, ey. Irgendwie. Geht doch so. So ist es, wie ich es eigentlich haben wollte. Aber zu viele Granaten eigentlich aufgebraucht. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Aha. So. Nicht gut. Ja, einmal regenerieren wieder. Okay. Nicht optimal bisher alles, aber es geht noch. Komm, heil. So, dum. Ja, ich denke, dann sind wir hier. So ziemlich jetzt da. Die Reserveabschuss sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Montana. Ach, nichts, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Okay. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Ich mag dieses Gewehr. Aber auch schön. Verzeihung, hab ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Ich finde diese Schwerelosigkeit hier auch ziemlich geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Gut, ich muss da drüben hin. Oh. Oh, scheiße. Ja, ich weiß. Nicht gut. Also für mich lässt sich hier in der Schwerelosigkeit eigentlich relativ gut kämpfen, muss ich einfach mal so feststellen. Also ich muss da oben hoch. Gut. Ich hier auch noch hin. Hi. Ich lauf mal kurz weiter, ich möchte mich nicht komplett mit euch befassen. Da ist die Abschussstation. Oh, hi. Abschuss. Manueller Abschuss. Viel Spaß euch. Okay, das sieht auch ziemlich geil aus, muss ich da gerade mal so. Okay. Dann muss ich wohl selbst Hand anlegen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich da noch mitgehen werde. Fuck it, ey. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass ich da noch drauf gehen werde, da weil ich da einfach gerade zu viel Leben verloren hatte. Mist. Klasse, die Schutztür klemmt.
braucht eine freie Schussbahn. Gehen Sie runter. Jupp. Ich bin schon fast da, das ist doch schön, dann kann ich... Wow, einfach mal... Ui, tschüss Rakete! Treffer! Wir wurden nicht von der Allianz gescannt. Ups. Um den riesigen Metallplaneten? Werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Beeilen wir uns. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Okay. Yay! Oder auch ein ganz normaler Tag. Komm, darf ich mal weiter? Weiter geht's. Ui. Und wir dürfen mal wieder rennen. Hi, ihr da. Wir wollten, glaube ich, ein bisschen was kaputt machen, denke ich. Halt. Ich ignoriere euch mal komplett, wenn das in Ordnung ist. Ich habe gerade andere Probleme, als mit euch zu kämpfen. Und. Bin da. Hui. Boom. Oh. Spaß. Au. Yay! Negativ! Achtung! Au. Netter Einstieg, würde ich mal behaupten. In Halo 4. Der letzte Schlag war, glaube ich, schmerzhaft, würde ich sagen. Aber ja. Hui! Man muss aber sagen, das Spiel sieht echt schön aus, finde ich. Also wirklich, es sieht echt schön aus. Okay, das sieht eher schön kaputt aus gerade, aber hey. Wir wissen, dass du nicht tot bist. Jupp. Wupp, einmal weg damit. Sieht ein bisschen kaputt aus, würde ich behaupten. Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, ja. Wirklich. Mir geht es gut. Nope. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Ja. Halsey. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief.
Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Ja, der Spruch. Der Spruch ist sehr wichtig. Da merkt man, also, er hat schon Narren an ihr gefressen. Wie viele Schiffe haben das sieht die geil aus. So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause. So. Aber ich setze hier jetzt erstmal den Cut. Das war dann die erste Folge Halo 4. Nächstes Mal geht's dann weiter mit Requiem. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.